Hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zu 7 Days to Die. Ein neues Zombie-Survival-Game. Ich würde sagen, hey, das ist ein Game mit äußerst viel Potenzial, denn hier stößt DayZ auf Minecraft. Und ja, bevor ich noch viel großartig drumherum laber, starten wir direkt ein neues Spiel. Und das nennen wir natürlich das Midnight. Wenn es denn schreiben würde. Was ist jetzt? Probieren wir es nochmal. Genau. So. Nee, nicht ganz. Haha. Das Midnight. So. Alles klar. Wähle eine Welt. Ja, gibt es derzeit nur die. Und falls ihr euch denkt, dass ich mich vielleicht ein bisschen komisch anhört, dann ist das, dass ich noch einen leichten Schnupfen habe. Habe eine Erkältung hinter mir und jo. Die Nase ist halt noch irgendwie so ein bisschen verstopft. Aber das muss ich jetzt einfach mal machen. Da habe ich jetzt mal Bock drauf. So, alles klar. Ich werde das Spiel nebenbei versuchen zu erklären und jo. M ist die Map und ich bin bei Essig. Alles klar. Gehen wir mal zuerst hier rüber zu dem. Also das heißt direkt umdrehen und Richtung Osten. Osten, 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 Osten. Osten ist genau da. Osten. So, die Welt baut sich noch auf. Irgendwie ruckelt es ein bisschen. Ich nehme mal das leere Kännchen mit. Oh, und hier geht schon los. Hier bekommen wir schon die ersten Waffen. Papier nehme ich mal noch nicht mit. Brauchen wir noch nicht. Was geht denn jetzt los hier? Alter. Was soll denn der Scheiß? Bumm. Headshot und somit hat sich das erledigt. Aber jetzt habe ich schon gut auf die Fresse gekriegt. Was jetzt nicht allzu toll ist. Hey, was denn hier? Hier haben wir noch einen Rucksack. Schön Wasser, das ist schon mal gut. Und ich muss eigentlich meine Inventartaste mal noch auf einen anderen Button setzen. Ach, alter Mensch, kündige dich doch mal an. Der Dicke, der hält zwei Kopfschüsse aus, vorausgesetzt man trifft denn. So, jetzt wird es mal Zeit weiterzugehen. Weil ich muss den Sound nämlich ganz schön leise machen in-game, weil der in der Aufnahme ganz einfach mal mega laut wird. Gerade jetzt, wenn es darum geht, die Zombies, die sind dann mal richtig laut. Ich nehme noch eine Pistole auf Reserve mit. Benzinkanister nehme ich mit und Scrap Metal sowieso. Die Radkappe lasse ich liegen, weil ich nicht glaube, dass ich die demnächst brauche. Benutzen kann man die für Minen bauen. Ja? Also jetzt hier so Tretminenzeug, bla bla. Kann man die angeblich gut gebrauchen. So, die Tasche hatte ich gerade. Wir gehen weiter. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Denn Zeit ist hier ein äußerst kostbares Gut. Und ich gehe noch Richtung Osten. Gehe ich noch richtig? Ja, jetzt dürfte man mal ein bisschen mehr querfeld eingehen. Papier brauchen wir nicht. So, vielleicht soll ich auch mal mich um ein bisschen Holz kümmern. Ah, da haben wir ein großes Gebäude. Sieht aus wie ein Schrottplatz. Und es könnte auch ein Schrottplatz sein. Wenn es ein Schrottplatz ist, dann schauen wir mal, was wir da kriegen können. Ah, Stofffetzen. Stofffetzen ist gut aus. Stofffetzen können wir Fackeln machen. Also ihr seht schon, das hat schon arg was mit Minecraft gemeinsam. Oh, Essen. Ne, Pistole noch eine nicht, aber Magazin nehmen wir. Und zwar packen wir die Magazine mal mit hier unten rein. So. Und hier drinnen geht guter Beat. Vorsicht, diese Spikes. Die haben es in sich, die können euch mal ganz fix das Leben kosten. Oh. Ja, wir gucken mal, ob wir das jetzt so ohne Zombie-Kontakt hinkriegen. Schwupp. Kiste, Stofffetzen, weiter. Mülleimer, nix, weiter. Müllhaufen, nix, weiter. Karton, nix Interessantes. Oh, das Fass nehmen wir mit. Damit kann man auch gar einige schöne, hübsche, interessante Sachen anstellen. Ja, aber irgendwie Scrap Metal. Scrap Metal kann man immer gebrauchen. Oh, hier ist ein Campfire. Was ist denn los, Troller? Hä? Irgendwelche Probleme? Wenn ich den nochmal treffen würde. Alter, was. Das war jetzt auch mal Epic Zombie, ne? Epic. So. Painkillers. Painkillers auch immer gut. Noch mehr Scrap Metal. Scrap Metal kann man nie genug haben. Scrap Metal und Holz, das sind Sachen. Oh, oh, jetzt geht's aber los hier. Der hier in diesem Industriegebiet, wo ich jetzt gespawnt bin, da findet man gar viel von den Sachen. Das ist immer schön. Noch so ein Benzinfass mitnehmen.
Hier ist ein Müllhaufen. Los. Leeres Wasserglas. Ja, komm, nimm mit. Kühlschrank. Oh. Oh. Oh, das ist nice. Und da oben ist noch ein Rucksack drauf. Taschenlampe. Ne, Taschenlampe habe ich schon. Hier mal. Ah, hier guck, hier sehen wir schon einen schönen Block und so. Müllkübel. Nix. Aber den Müllkübel zerstöre ich und nehme das Scrap Metal mit. Was haben wir hier? Zapfsäule. Ich glaube, die lasse ich lieber in Ruhe. Noch mehr Scrap Metal. Painkillers. Aber was zu essen wäre vielleicht mal nicht ganz verkehrt. Auto. Ah, hier. Zu essen. Und. Stofffetzen. Stofffetzen sind gut. Braucht man immer für Fackeln. Die hier, die sind ganz böse irgendwie. Die sind ziemlich stark. Diese schon weit voran verwesten. Okay, gut. Wir gehen weiter. Wir suchen das hier noch alles ein bisschen. Ah, Essen, Wasser. Immer gut. Kiste? Wasser? Candy Tin Can. Recht interessant. Kann man später zum Bauen von Minen verwenden. Weil manche denken immer, kann man essen? Nee, kann man nicht essen. So, ihr lasst mich. Au, na, 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 na. Hier komme ich so nicht rüber. Hier haben wir noch eine Kiste. Wasser. Hervorragend. Hier haben wir einen Herd. Da ist nichts drin. Oder ein Ofen. Hier haben wir noch so ein Benzinfass. Und ich würde sagen, das soll es hier mal gewesen sein. Wir gehen jetzt weiter. Lasst mich in Ruhe. Weiter Richtung. Richtung. Gehen wir mal. Das ist auch noch so ein Industriegebiet. Ich muss definitiv Richtung Norden. Irgendwo muss ich mich jetzt mal verschanzen und mir was suchen, wo ich Richtung Norden. Hier. So, in diese Richtung müssen wir jetzt weiter. Ich muss mir definitiv dann irgendwo mal einen Unterschlupf suchen, denn ja, 11:30 Uhr. Und ich habe immer noch kein Holz. Dazu bräuchte ich mal eine Schrotflinte am besten. Zum Holzernten sind Schrotflinten immer recht praktisch. Jawohl, da hat es jetzt auch ganz gut. Reicht doch mit einem Kopfschuss. So. Zombies, wenn man die Zeit hat, auch immer schön looten, kriegt man manchmal schöne Sachen bei raus. Im Industriegebiet bekommt man auch gar schöne Maschinen. Also sowas wie jetzt eine Kettensäge oder einen Bohrer. Ach, jetzt habe ich hier Radkabel doch noch mitgenommen. Verdammt, wollte ich doch gar nicht. Und ich kann immer nicht mit dem Looten. Ich halte mich immer viel zu lange mit der ganzen Looterei auf. Setzt euch Ziele und gebt denen nach. So. Essen. Essen ist ein gutes Ziel. Noch mehr Essen. Ha! Jetzt wird es doch langsam. Hey, so gut habe ich noch nie angefangen. Ich habe jetzt ein paar Mal angefangen. Hab schon viele Nächte gespielt, weil in der Nacht wird das hier alles wirklich sehr, sehr interessant. Hab schon viele Nächte gespielt und in der Nacht werden dann die Zombies schneller und stärker. Und jetzt endlich habe ich das lang ersehnte. So, und Luftfilter braucht man auch angeblich für. So. Minenbau. Ich habe auch gehört, dass man später den braucht, wenn man meinen geht, also jetzt, wenn man sich unter die Erde buddelt, soll man den angeblich auch benötigen für eine Atemmaske. Und jetzt machen wir mal die schnelle Holzabbaumethode. Aber von diesem Parcours und immer schön zurückgehen, wenn die Bäume fallen, denn die machen euch Damage. Und das nicht gerade wenig. So, von dem Holz nehme ich auch mal nicht ganz so viel, also nehme ich bloß den einen Baum mit. Das ist auch wieder Minecraft-like. Man kriegt hier jetzt die Baumstämme, sprich die Logs. Und daraus kann man dann Wooden Planks machen und die dann weiterverarbeiten. Aber die Wooden Planks aus diesen verbrannten Bäumen, die sind jetzt nicht so viel wert. Die halten nichts aus. Ah, hier, Benzin. Pistole habe ich noch eine auf Ersatz. Das reicht. Lag jetzt noch irgendwas, was ich hätte brauchen können? Nein. Also weiter. Wir schauen mal auf die Map. Ich möchte eigentlich immer noch Richtung Norden. Schaffe ich das noch? Ja, das Haus, das sieht jetzt nicht so äußerst brauchbar aus. Vor allen Dingen Tipp bei den Waffen bisher noch, ich weiß nicht, ob das später vielleicht mal noch ändern wird, schießt eure Magazine leer. Die Patronen, die ihr jetzt unten in meinem Menü seht, das sind
keine einzelnen Patronen, sondern sind sozusagen Magazine, Schrotflintenmagazine. Und in jedem Magazin sind 1, 2, 3, 4, 6, 8 Schuss und verbraucht auf jeden Fall die 8 Schuss komplett auf, weil sonst verschwendet ihr den Rest, der da noch drinne gewesen wäre und ist wenig schön. Denn Munition ist rar und ich bin platt. So, meine Ausdauer ist weg, das ist links unten bei der Minimap. Der dunkelblaue Balken, das ist meine Ausdauer. Und je weniger Ausdauer ich habe, desto weniger Schlagkraft habe ich auch. Deswegen gehen wir jetzt einfach mal ein Schrittchen gemütlicher. Und ja. Wir haben es 2:15 nachmittags. Also wir haben eigentlich schon noch ein bisschen Zeit, um uns irgendwo zu verbarrikadieren. Um bloß mal so zu überleben, sollte das kein Problem sein. Nichts von Interesse. Und jetzt können wir mal ein bisschen Wasser trinken, denn das regeneriert auch Ausdauer direkt. Was ist hier? Zombie, Müllsäcke. Nix. Autos und Rucksäcke und sowas. Das ist immer die interessanten Sachen. So, Ersatzpumpgun, was zu essen, Magazin für die Pistole. Ha, lauter feine Sachen. Noch ein Rucksack mit Wasser, auch nicht schlecht. Alter, warum bist du jetzt gerannt? Willst du mich jetzt flachsen? Scrap Metal, Stoff, hervorragend, weiter. Ich will immer noch Richtung Norden, ich will ins Grüne, was dann auch hier vorne schon ist, hervorragend. Dann hole ich mir noch eins, zwei grüne Bäume. Und dann sehen wir zu, dass wir uns irgendwo verschanzen. Ich hoffe, dass ich dann jetzt demnächst gleich irgendwo mal in ein Gebäude reinkomme. Ah, was haben wir denn hier? Oh, weg ist er. Ja, man kann ja auch jagen. Oh. Aber mit der Pistole wohl nicht so richtig. Was willst du denn jetzt, ja? Aber die Viecher sind hier echt überall. Am meisten bei Gebäuden, aber ansonsten auch echt überall. So, und ich würde sagen. Oh, Hirsch. Ich würde sagen, jetzt holen wir uns erstmal einen Baum hier, ein bisschen Holz haben. Drei Schuss. Baum fällt. Und im Falle eines Todes verliert ihr nur die Sachen, das heißt nur die Sachen, die ihr unten in der Inventarleiste habt, in eurem Schnellmenü, Schnellwahlmenü, ach, wie auch immer man das nennen mag. Aber da hat man ja meistens die Waffen und alles. Nachladen, verfluchte. So. Ja, komm, nimm das Zeug jetzt. Da ist ein Gras im Weg. Deswegen. Och, nimm's doch jetzt. Du zieh Leine. Ich brauch dich nicht. So, komm jetzt. Hast du wenigstens was einstecken? Nix. So, weiter. Nix. Weiter. Oh. Das sieht nach Farm aus. Ah, die mag ich eigentlich gar nicht so, die Farm. Oh, Muni. Eine Shotgun habe ich noch auf Reserve. Aber das Farmhaus. In dem Farmhaus könnten wir uns eigentlich verschanzen. Insofern da noch keine Zombies drin sind. Aber so wie es aussieht, wollen die jetzt eh schon da rein. Nee, dann. Nicht, dann gehen wir mal noch ein Stückchen weiter. Wir haben noch ein bisschen Zeit, wir haben noch ein bisschen Zeit. Es ist noch nicht alles verloren. Wir gehen noch weiter. Wir trinken mal noch fix einen Schluck. So. Nehmen wir die Pistole in die Hand, dass man jetzt nicht hier. Ah, oh, Scrap Metal, es hat sich gelohnt, weiterzugehen. Es hat sich echt gelohnt. Ein Rucksack. Essen. Es hat sich wirklich gelohnt, weiterzugehen. Saugeil. Oh. Schweine.
Super, jetzt muss er natürlich nachladen. Ach komm, lass mal euch mal in Ruhe. Jetzt haben wir haben jetzt gerade keine Zeit. Für so eine Spielerei, Essen habe ich genug eigentlich. Und jetzt wollen wir noch mal zusehen, dass wir uns hier irgendwo verschanzen. Hoppala. Wir müssen entscheiden, wo, weil die Häuser sind jetzt nicht so der Brüller. Verdammt. Nee, die Häuser gefallen mir echt überhaupt nicht eigentlich. Gut, bekommen wir schon große Magazine. Das sind Ein-Etagen-Häuser. Maximal auf dem Dachboden kann ich. Denn in dem Spiel geht es auch um Statik. Das heißt, Häuser stürzen ein, wenn die Statik nicht mehr passt. So. Nee, hier drin ist eigentlich auch nicht schön, so wie es aussieht. Was sagt mir meine Map, wo sind die nächsten Gebäude? Noch ein Stückchen weiter oben. Komm, das. Die Brücken. Okay, die ist aus Stein. Das geht. Es gibt auch noch Holzbrücken. Ah, nee, okay, die Steinbrücke war jetzt auch nicht so der Bringer. Nicht so toll. Oh. Hier geht's hoch. Hier war ich überhaupt noch nie. Wie gesagt, bei den Brücken seid vorsichtig, die stürzen immer mal gerne wieder ein. Und jetzt geht es auch langsam los, dass ich Hunger kriege. Jetzt müssen wir mal ein bisschen hier. So, die Taschenlampe. Taschenlampen wichtig, denn die Zombies. Ha, es geht nicht darum, ob es Tag oder Nacht ist, sondern die Zombies bewegen sich je nach Helligkeit. Es ist hell, sind sie langsam. Es ist dunkel, sind sie schnell. So einfach ist das. Oh, und hier geht gut was ab. Aber hier haben wir schöne Häuser. Hier haben wir schöne Häuser und hier würde ich sagen, hier tue ich mich verbarrikadieren. Irgendwie. Nein, jetzt habe ich meine Pistole weggeschmissen, glaube ich. Schnell weiter. Hopp. Ja. Ich glaube, da gehe ich rein. Ich habe keine Ausdauer mehr und ich kriege gleich Damage, weil ich verhungere. Kannst du jetzt mal hier reingehen? Danke. So, ich gehe jetzt hier hoch. Zombies sind, glaube ich, zu blöd, Treppen zu steigen. Hoffe ich. Dann machen wir erst mal ein bisschen Holz. Wo ist altes Holz? Das nicht, das. So, machen wir uns ein paar Wooden Planks. Ja, ich denke, die lassen mich so weit in Ruhe. Alles klar, hier ist schon was kaputt. Sagen, hier ist irgendwo ein Zombie, oder? Wasser, Pumpgun, Fass, Pistole, was machen wir denn jetzt mal weg? Komm, das Wasser machen wir erstmal fix weg. Stopfen wir erstmal die Löcher hier. Wie auch immer die jetzt hier reingekommen sind. Oh, noch mehr Wasser. Das lassen wir einfach mal jetzt mal da drin, das Wasser. Oh, eine Submachine Gun. Noch mehr Muni und ein Rocket Launcher. Na, jetzt wird es doch mal interessant hier. Wir tun mal die Benzinfässer weg hier. Ich denke, hier lässt sich's leben. Hier haben wir noch jede Menge Kartons, Bücher, Wasser. Leere Wassergläser, wir gehen mal noch eine Etage höher. Ja, ich denke hier wärme. Wir kümmern uns eigentlich um Überleben. Ich würde sagen, hier kann ich mich allgemein komplett verbarrikadieren. Ja, dann werden wir jetzt mal ein bisschen craften. Iron Ingots. Scrap Metal. 1, 2, 3. So, und der Rest geht automatisch. So, kriegen wir 6 Iron Ingots. Da draußen machen wir die Dinger. Rainforest Metal Siding? Nee. Was sind das? Ah, Foraging Metal, genau. So. Und aus dem Foraging Metal mache ich Metal Pipes. Wo haben sie denn? So. Und aus den Metal Pipes mache ich. Alter, warum wird das mir nicht angezeigt?
Ach, jetzt, ich muss es erst auf Seite tun. Wo haben wir es denn? Metal Trussing? Ja, genau. So, die Dinger sind wichtig. Alles klar? Wunderbar. Daraus machen wir uns mal ein paar. Hervorragend. Und die packen wir jetzt mal hierher. Und jetzt gehen wir nochmal runter. Und sehen zu, dass wir die Hütte noch ein bisschen stabilisieren. Oh. Oh, oh, oh. Ja, kommt noch her. Oh, fuck, 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 fuck. Von welchen kommt her? Bleibt weg. Bleibt doch weg. Scheiße. Oh Mann, fuck, Alter. Nein. Nein. Das war jetzt natürlich blöd, ne? War es etwas zu dunkel im Haus und die sind direkt losgerannt. Das ist nicht schön. Und wo spawn ich? Da, wo ich am Anfang gespawnt bin, schätze ich mal, ne? Ja, ganz weit weg von da, wo ich war. Aber mal als kurzer Beweis. Hier, mein Inventar. Ich habe zwar noch die Schrotflinte und ich habe noch Muni dafür. Das ist schön. Aber da es jetzt schon so spät ist, habe ich jetzt ganz schlechte Karten hier. Oh, und da kam schon jemand. Verdammt. Ja, wie gesagt, da es jetzt so spät ist, habe ich ganz schlechte Karten hier noch irgendwas reißen zu können. Ich würde sagen, das versuchen wir nochmal neu, obwohl ich jetzt so schön jetzt hier gelootet habe. Och, Menno. Falsche Richtung. Ach komm, verabschiede ich mich so jetzt vom Video hier. Haut rein, Leute. Wir machen das nochmal. Alles klar. Davon wird auf jeden Fall noch mehr kommen. Wir schauen mal, wie, ob es alleine oder together. Schauen wir mal. Haut rein, Leute. Macht's gut und ciao, ciao.